Nach 8 Monaten Auslandsaufenthalt kehrt Jochen nach Berlin zurück. Sein Auto hatte er online abgemeldet. Das ging ganz einfach. Jetzt will er es wieder zulassen. Er ruft die Startseite der Zulassungsstelle auf. Sein altes Kennzeichen hatte er sich seinerzeit bei der Außerbetriebssetzung reservieren lassen. Den Personalausweis, die elektronische Versicherungsbestätigung, den Bericht der letzten Hauptuntersuchung sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 hat er zur Hand. Jochen klickt auf Wiederzulassung und prüft erfolgreich die Voraussetzungen. Als nächstes stimmt er der Datenverarbeitung zu, trägt seine persönlichen Daten ein und er scannt oder fotografiert beide Seiten seines Personalausweises. Als nächstes wird das Fahrzeug identifiziert. Dazu muss Jochen sein Kennzeichen eintragen, die Fahrzeugidentnummer und den Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Kennzeichen und Fahrzeugidentifizierungsnummer findet er auf der Vorderseite der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Den Sicherheitscode findet er auf der Rückseite. Den hatte er bereits für die Außerbetriebssetzung freigelegt. Schließlich muss Jochen noch seine Bankdaten angeben, die elektronische Versicherungsbestätigung und seine E-Mail-Adresse. Fast geschafft! Noch einen Blick auf die Zusammenfassung? Alles klar! Ach ja, bezahlen muss Jochen auch noch. Mit Giropay, Kreditkarte oder PayPal. Den Zulassungsbescheid und die neuen Unterlagen erhält Jochen wenige Tage später per Zustellungsurkunde. Damit ist sein Auto wieder zugelassen.